Gut. In deutschen Pflegeheimen gibt es zu wenige Pflegerinnen und Pfleger. Ein Personalmangel, der sich in den nächsten Jahren noch verschärfen wird. Bereits 2005 gab es zu wenige Fachkräfte. Gleichzeitig steigt der Bedarf, Jahr für Jahr. Rund 260.000 Pfleger werden 2025 fehlen. Diese Lücke, die da entsteht, die gilt es zu füllen. Und das ist nicht ganz so einfach deswegen, weil wir wenige junge Menschen haben, die in der Pflege sind oder in die Pflege wollen in Zukunft. Und wir haben auch geburtenschwache Jahrgänge. Das heißt, selbst wenn der Beruf attraktiver wird, haben wir im Grunde genommen nicht die Leute zur Verfügung, die dann auch da reingehen. Wir werden, egal was wir tun, ob wir jetzt den Beruf attraktiver machen durch höhere Löhne oder auch durch bessere Arbeitsbedingungen oder indem wir Zuwanderung verstärkt einsetzen, mit höheren Kosten zu rechnen haben. Denn jede Option ist irgendwie mit Kosten verbunden. Auch Zuwanderung ist nicht kostenlos. Und insofern muss man damit rechnen, dass quasi die Kosten für Pflege stärker steigen als die normalen Lebenshaltungskosten. Immer mehr Alte, immer mehr Demenzkranke. Schon jetzt sind es über 1 Million. Wie ihre besondere Pflegebedürftigkeit in Zukunft bezahlt werden soll, weiß niemand. Aber dein Wort ist falsch. Gehen wir zum Mittagessen? Gehen wir zum Mittagessen, Frau Hellmann. Hm? Oh, kommen Sie mit. Gibt was Leckeres. Bei kleinsten Verrichtungen im Alltag, die für uns selbstverständlich sind, sind für einen Demenzkranken nicht mehr selbstverständlich. Der Demenzkranke weiß eben manchmal nicht mehr, was ein Löffel ist. Der weiß nicht, was eine Gabel ist. Der weiß nicht, was ein Waschlappen ist. Der weiß manchmal nicht mehr, wer er selber ist. Und das ist ein Weg oder ein Prozess, der ständig begleitet werden sollte. Doch für diesen Aufwand gibt es heute kaum etwas dazu. Neben dem Pflegegeld zahlen die Kassen gerade mal 2,68 Euro für einen Demenzkranken am Tag. Obwohl sie sich ohne fremde Hilfe nicht mehr zurechtfinden, sind sie nach geltenden Bestimmungen nicht pflegebedürftig. Gesundheitsminister Rösler will nun angesichts der bald leeren Pflegekasse eine private Zusatzvorsorge einführen. Doch wie soll das gehen? Es wird sicherlich darauf hinauslaufen, dass es nicht ganz ohne Selbstbeteiligung der Bürger geht. Da ist eher die Frage, in welcher Form dann diese Selbstbeteiligung stattfinden soll. Und es ist völlig richtig, dass die heute arbeitende, also jüngere Bevölkerung, ja ohnehin schon eine Doppellast trägt. Sie muss für die aktuellen Verpflichtungen, also für die aktuell pflegebedürftigen Zahlen, kann aber nicht damit rechnen, dass in 30, 40, 50 Jahren sie selbst die gleichen Leistungen in der gleichen Höhe bekommen wird. Also muss sie vorsorgen. Ein Dilemma. Denn so gerät auch noch die Generationengerechtigkeit völlig aus dem Gleichgewicht. Millionen Pflegebedürftige, zu wenige Fachkräfte, Milliarden Kosten.